Hast du schon mal daran gedacht, Schach zu lernen? Ich verspreche dir, Schach zu lernen ist sehr einfach. Und ich will dir hier eine kurze Anleitung geben, wie du mit super wenig Zeit und Aufwand alles über das Spiel lernst. Nach diesem minimalen Aufwand kannst du schon direkt anfangen, gegen Freunde zu spielen. Und das Geile an diesem Spiel ist, du kannst immer wieder was tun, um besser zu werden. Achtung, Suchtgefahr. Wir lernen als allererstes kennen, wie die Figuren ziehen. Erstell dir hierfür kurz einen Account auf Leeches. Den Account brauchen wir später sowieso fürs Online-Spielen. Auf dieser Website namens Leeches finden wir kleine Übersichten, wie jede einzelne Figur zieht. Es gibt die Bauern, den König, die Dame, Turm, Springer und Läufer. Ich packe dir jeden einzelnen Link in die Videobeschreibung. Bei jeder Figur steht, wie diese Figur zieht und du kriegst so kleine Übungen, bei welchen du Sterne einsammeln sollst. Das sind dann die Zielfelder. Du versuchst kurz die Sterne zu sammeln und solltest dann in nur wenigen Sekunden das System bereits verstanden haben. Etwas schwerer für das erste Mal wird es beim Springer, aber in nur wenigen Minuten hast du auch mit den dortigen Übungen alles verstanden. Hier aber trotzdem kurze Beispiele. Stell dir bildlich immer ein L vor bei dem Springer. Ein umgedrehtes, seitliches oder auf den Kopf gestelltes L ist vollkommen egal. Ein paar Mal zum Gewöhnen versuchst du nun zu ziehen. Die Übungen werden aber eigentlich ausreichen. Zur Not beim Springer einfach noch einmal wiederholen. Sobald du nun weißt, wie die Figuren ziehen, lernen wir nur noch ein paar kleine Basics kennen und schon kann's losgehen. Diese Grundlagen, von denen ich spreche, findest du direkt darunter. Wie schlagen die Figuren? Ganz simpel, eigentlich genauso wie sie ziehen. Das hast du ja gerade eben schon gelernt. Kleine Ausnahme beim Bauern, die schlagen nicht geradeaus, sondern schräg. Und wir sind auch schon fast fertig. So viel war das doch gar nicht bis hierhin, oder? Du hast bestimmt schon gehört, dass Leute bei dem Spiel so Schach oder Schachmatt rufen. Diese Begriffe müssen wir nur kurz verstehen und können gleich auch schon die erste Partie online oder gegen Freunde am echten Brett spielen. Schach geben bedeutet einfach gesagt, den König anzugreifen, nicht ihn zu schlagen. Den König kann man nämlich gar nicht schlagen, sondern ihn nur zu bedrohen, als könnten wir ihn schlagen, wenn wir jetzt ein zweites Mal dran wären. Du kannst auch diese Aufgaben hier auf Leeches machen, um das zu üben. Das ist aber ein klein wenig schwerer, weil du dort auch darauf achten musst, dass deine Figur, mit welcher du den König angreifst, nicht einfach so geschlagen werden kann. Wenn das für dich alles gerade sehr einfach war, kannst du das eigentlich auch schon ausprobieren. Ansonsten reicht es erstmal, dass du weißt, was Schachgeben bedeutet, um mit deiner Partie loszulegen. Im Anschluss oder am nächsten Tag kannst du dich dann gerne an diesen Aufgaben versuchen. Aber warum muss man überhaupt Schach geben, um ein Schachmatt herbeizuführen? Was ist denn der entscheidende Unterschied zu einem normalen Schach? Beim Schachmatt geben wir dem König einen Schach, greifen also den König an, und das Besondere ist, dass der König kein Feld zum Ausweichen hat. Er kann das Schach auch nicht anders abwehren. Er kann zum Beispiel keine Figur dazwischen ziehen und er kann die Figur, mit der wir ihm Schach geben, nicht schlagen. Das ist dein Schachmatt und du hast gewonnen. Hier hast du auch ein paar kleine Übungsaufgaben. Bei denen musst du aber schon ein klein wenig knobeln. Nimm dir ruhig eine Minute Zeit pro Aufgabe. Das ist aber auch schon der längste Teil. Jetzt hast du auch schon die Basics gemeistert und bist startklar. Es gibt noch einige wenige Ausnahmen. Diese sind zwei spezielle Züge, die heißen Rochade und En Passant, und eine Sondersituation, die Patt heißt, statt Schachmatt. Diese musst du aber nicht jetzt sofort lernen. Es reicht aus, wenn du erst einmal ein Gefühl für das Spiel entwickelst und drauf losspielst und einfach rumprobierst. Geh in ein paar Tagen oder in einer Woche nochmal auf mein Video, falls du den Link nochmal brauchst, übe dort die restlichen Themen in der Rubrik Grundlagen und du bist perfekt vorbereitet. Und nun ab in deine erste Partie. Aber wie? Nun, wir haben ja schon einen Account auf Leeches. Leeches gibt's übrigens auch als App. Hier kannst du dann deine erste Partie starten. Drücke 15 plus 10 und es wird automatisch ein Gegner gesucht. 15 plus 10 bedeutet, jeder hat 15 Minuten Zeit und für jeden Zug, den man tätigt, bekommt man 10 Sekunden extra Zeit. Du kannst auch gerne 30 plus 0 oder 30 plus 20 wählen, wenn du es langsamer angehen willst. Hauptsache nicht weniger als 15 plus 10. Am Anfang hast du noch keine Bewertung deiner Spielstärke, keine sogenannte Elo. Man fängt damit 1500 an und du wirst die ersten Runden Gegner kriegen, die noch wahrscheinlich zu gut sind. Aber nach so 2, 3 oder 4 Niederlagen passt sich die Stärke deiner Gegner an dich an. Wie du am besten eine Partie hier als Anfänger beginnst und worauf man achten sollte, zeige ich dir in einem anderen Video. Du hast vielleicht auch schon andere lange Videos von mir gesehen, dort erkläre ich auch Züge. Aber wir wollen ja gleich direkt anfangen, oder? Also einfach die Partie starten. Schiebe einen oder zwei Bauern vor, hol deine Figuren raus, fang an, Figuren vom Gegner zu schlagen, die er zum Beispiel nicht gut verteidigt. Nach und nach sind weniger Figuren auf dem Brett,
Und wenn du mehr Figuren hast als dein Gegner, kannst du probieren, diese nah an seinen König zu bringen und mit Schachs anzugreifen, bis du ein Schachmatt siehst. Andernfalls kannst du auch versuchen, einen Bauern bis zum Ende des Bretts zu bekommen und eine neue Dame zu holen, die sogenannte Bauernumwandlung. Diese wird dir helfen, deinen Gegner schachmatt zu setzen. Ob du nun verlierst, schlechte Züge spielst oder nicht gut anfängst, ist erstmal vollkommen egal. Entwickle langsam ein Gefühl für die Figuren und das Spiel. Und wenn dir das Spaß macht, kommst du wieder zu den Lichess-Grundlagen und übst die kleinen Sonderregeln. Diese sind aber auch nicht schwer, keine Sorge. Wie du dann am besten eine Partie anfängst und worauf du genau achten sollst, wirst du dann in diesem Video lernen.